Willkommen bei der neuen Folge von CAETV über Rosin, was damit gemacht wird und was ihr zu beachten habt. Ja, viel Spaß damit. Es ist natürlich immer wichtig, dass man weiß, mit welcher Menge will man arbeiten oder welche Presse braucht man für seinen Bedarf. Ja, wir haben hier mehrere Pressen zur Auswahl und wir arbeiten heute mal mit der großen. Die hat 20 Tonnen Druck, aber zunächst will ich euch mal die Fragen vielleicht beantworten. Was ist überhaupt Rosin oder was bedeutet das? Also Rosin bedeutet im Grunde genommen das Extraktionsergebnis, wenn man Blüten presst. Und da spielt natürlich auch der Druck und die Temperatur eine Rolle. Im Grunde genommen bedeutet das also gepresstes Harz, früher hat man auch gesagt Bernsteinextrakt oder Bernsteinharz. Ja, was braucht man für Utensilien beim Pressen? Worauf kommt es an? Es gibt sieben verschiedene Filter, wie man auch sagt, in verschiedenen Mühzahlen. Das heißt, 120 Müh haben wir hier zum Beispiel und es gibt es natürlich auch in 30 Müh. Das macht den Unterschied nachher beim Pressen, wie cremig wird das Endprodukt, also das Harz. Das heißt, umso feinmaschiger das Netz ist, umso cremiger wird das Endprodukt. Also wichtig ist immer, was man überhaupt für einen Grundprodukt hat, für eine Blüte hat, für eine Qualität, damit man auch das richtige Ergebnis erzielt. Ja, warum möchte man überhaupt Rosin machen? Warum benutzt man Rosin? Weil es einfach die einfachste, saubereste und ungefährlichste Methode ist, um ein Endprodukt zu enthalten. Das heißt, man verwendet und braucht keine Lösungsmittel und also keine Zusatzstoffe und das macht das Ganze so interessant und so genial. Es gibt aber auch hier wieder Unterschiede zwischen Live Rosin, das heißt, das sind kaltgepresste Blüten, die man vorher einfriert und dann presst. Dann gibt es das Low Temp Rosin, nennt man das. Das heißt, man arbeitet mit niedrigen Temperaturen. Das heißt, alles, was unter 90 Grad ist, nennt man, bleibt also im Low-Temp-Rosin-Bereich. Und dann gibt es noch das High-Temp-Rosin-Bereich. Das beginnt dann also ab 90 Grad. Und da gibt es natürlich Unterschiede von den Terpenprofilen, wie viele man davon erhält. Und das unterscheidet man. Man sagt grundsätzlich, umso weniger Temperatur, umso höher das Terpenprofil, umso weniger die Ausbeute. Umso höher die Temperatur, umso mehr die Ausbeute, umso weniger Terpenprofil. Gut, und wir zeigen euch jetzt mal, was noch so wichtig ist. Und für mich ist auch wichtig zum Beispiel das Papier, was man dazu verwendet. Sogenanntes Butterbrotpapier nennen das auch viele. Ich sage mal, ihr solltet kein Butterbrotpapier verwenden oder zumindest darauf achten, dass es nicht fettbeschichtet ist, sondern silikonbeschichtet. Ja, achtet also bitte darauf, weil sonst versaut euch euer Endprodukt und das will keiner haben. Ja, das gibt es natürlich in Weiß und das gibt es natürlich auch in Naturfarben, wobei man das in Weiß natürlich schöner dann sieht für die Videoaufnahmen jetzt vielleicht. Wir haben jetzt allerdings nur noch Braunes jetzt hier, haben aber auch noch ein bisschen Weißes gefunden, wo wir euch das nachher mal zeigen können. Ja, und am wichtigsten oder am allerwichtigsten ist wohl, was man für ein Material verwendet. Und wir verwenden hier eine ganz feine Ware. Von wem, das verrate ich euch vielleicht später noch. Ja, worauf ist eigentlich beim Material zu achten? Man sollte natürlich darauf achten, dass man möglichst harziges Material hat. Das heißt, umso harzhaltiger das Material ist, umso besser ist natürlich das Endergebnis und auch die Menge, die man dann halt schlussendlich pressen möchte. Ich nehme da jetzt einfach mal so ein bisschen, ich schätze das jetzt einfach mal auf circa 10 bis 15 Gramm.
Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Filter, also nicht nur die Mühzahl, also die Feinheit des Filters, sondern auch die Größe. Das heißt, da gibt es natürlich Mini-Dinger, die man jetzt für etwas kleinere Pressen verwendet. Und da blenden wir jetzt mal kurz vom Stefan zum Graveda, der euch jetzt mal kurz was über diese kleine Presse erzählt. Du hast Pressen von Graveda, ne? Genau, ich bin der Typ von Graveda quasi. Schön, dich kennenzulernen. Genau, ich laufe hier nicht mit den Pressen rum. Ich bin ja eigentlich mehr oder weniger privat. Wir müssen mal aufpassen, dass das hier nicht abhaut. Ich kenne meine von zu Hause, die ist riesig so. Das ist eine 20-Tonnen-Presse und das finde ich geil, dass man die fast mit auf die Messe nehmen kann. Man braucht schon Strom, ne? Aber klar, ganz klar. Also das ist definitiv eine Presse im Pocket-Format. Ich nehme die auch ganz gerne mal mit, wenn ich in Urlaub fliege. Gerade jetzt in Barcelona war es ganz praktisch zum Reste verwerten. Ich habe halt sehr, sehr tief mich mit der Materie beschäftigt und mir ging es halt mehr oder weniger total auf den Keks, dass man für Rosin zu viel Geld ausgeben muss oder man macht es halt mit dem Kletteisen. Ich wollte so einen guten Mittelweg finden und ich glaube, nach ausreichenden Testen ist mir das ganz gut gelungen. Nee, nach meiner Information ist es richtig. Also ich mache meine so mit 190 Grad teilweise. Auf okay. Was schlägst du vor? Also wir gehen jetzt hier heute mal mit 98 Grad. Okay. Genau, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Genau. Glaubst du, also du würdest empfehlen so 90 bis 100 Grad oder was würdest du empfehlen? Es kommt darauf an, was man wirklich haben möchte. Grundsätzlich kann man sehr, sehr gute Ergebnisse auch bei 75, 80 Grad erreichen. Man muss halt sich da im Endeffekt auch ein bisschen rantasten, weil Pflanze A macht das Ergebnis, Pflanze B macht das Ergebnis. Da hat man manchmal auf derselben Temperatur wirklich ganz unterschiedliche Ergebnisse und auch ganz anderen, ja, es läuft ganz anders und ja. Das wird aber oben und unten gemessen? Genau, also auf jeder Platte sind 98 Grad, genau. Die sind auch quasi, da geht über ein Kabel rein und... Das ist ja praktisch relativ einfach, kann ich euch gleich mal zeigen. Da sieht man oben ja praktisch jetzt die Gradanzahl. Genau, wir sehen die Gradanzahl. Ja. Wir haben noch einen Timer mit eingebaut und das war es auch schon. Genau, also wir sind ganz praktisch veranlagt. So, hier ist praktisch ein Hebel. Genau. Unten anfassen. Ja, man, genau. Zack. Man kann ihn jetzt so auch schon mit einer Hand einrasten. Ja. Wenn man einen schönen Tisch hat, dann noppt das auch genau, ein. Genau, und dann kann man sich auch mit ein bisschen Körpergewicht mal reinhängen. Das ist ein Notausschalter oder was? Nee, das ist quasi der Timer. Also du hast zwei Einstellungen und kannst auch halt die Temperatur direkt ablaufen lassen. Also du sagst jetzt zum Beispiel 98 Grad auf 2 Minuten. Und den Timer kannst du eben einstellen und dann drückst du einmal an der Seite und dann das läuft sind jetzt er ab. 119 Sekunden praktisch. Genau, 2 Minuten. Genau, das ist immer so eine Sache. 98. Gut, so. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ich lege das hier mal in die Mitte. Genau. Und dann schieben wir das da einfach mal rein. Vielleicht Papier zuerst. Kannst du das mal halten? Ja, klar, genau. So. Ich mach das mal so hin. Das schön in die Mitte. Man sollte das ein bisschen vorpressen übrigens. Genau, schön langsam Druck aufbauen. Mit wie viel Druck arbeite ich denn jetzt, wenn ich so einen Hebel habe? Also wir geben an 600 Kilo. Die Sache ist, das ist ganz schwierig zu messen. Wir haben auch zum Beispiel bei der Technischen Universität in München angefragt. Die wollten das nach dem Vollkostenpreis für Unternehmen abrechnen. Wir sind halt ein Startup, das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Den Fabrikangaben, die glauben wir nicht. Die sind deutlich höher angesetzt. Meine persönliche Einschätzung und auch das Resultat, was ich sagen würde, liegt bei 600 Kilo und das erreicht sie und das kann ich quasi guten Gewissens verkaufen, ohne den Leuten einfach auch zu viel zu versprechen. Also ich habe einen Tennisarm, es geht auch mit einem Tennisarm. Wir können sie jetzt dann eh mal gleich komplett runterdrücken. Achso, ich drücke genau, die jetzt gar nicht runter? Oder? Nee, wir rasten die jetzt quasi ein. Mach das mal bitte. Ja, quasi jetzt. Also mal und jetzt ist sie quasi eingerastet und jetzt ist quasi der Druck da. Und jetzt haben wir quasi nicht den Druck, den du mit deinem Körper, sondern wir haben wirklich den Druck, der mit dem Hebemechanismus aus. Und mit ganz viel Glück sollten wir jetzt dann hier, ich mache gleich mal den Timer an, dann müssen wir, wie lange wir hier was machen. Genau. Wie lange sollte man es machen? 1 bis 2 Minuten, ne? Das kommt wirklich auch auf die Pflanzen drauf an und vor allem auf die Temperatur. Bei hohen Temperaturen kommt es schneller angelaufen, erfahrungsgemäß. Wie hoch geht das? Wir können 150 Grad damit einstellen, genau. Höher ist, genau. Das ist auch eher ungewöhnlich. Es gibt jetzt auch, ich habe mich mit einem Extraktor in Barcelona, die pressen da teilweise auf 40 Grad, also... Diese ganze Thematik ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Naja, das ist immer, wer sich so leisten kann. Ich sage mal, natürlich kannst du besser mit 30, 40 Grad, wo du dann die ganzen Terpene und Aromastoffe noch drin hast. Genau, genau. Das sind natürlich Maschinen, da bewegen wir uns in einem ganz anderen Preisbereich. Und das war auch der Grund, warum wir das hier gemacht haben. Schau, hier haben wir schon, hier kommt es schon. So, da seht ihr schon, das kommt also langsam raus.
blubbert. Also scheint es auch noch eine richtige schöne Temperatur zu haben. Genau, wir sind extra unter 100 Grad geblieben. Ich auch sagen, jetzt ist eine Minute vorbei. Wir machen eh noch eine zweite Pressung, würde ich sagen. Genau, jetzt machen wir das mal auf. Also zwei Pressungen würdest du schon immer machen. Ja, jetzt kommen, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Damit man alles auch rausbekommt. Wir können uns das dann auch gleich mal nach dem zweiten Mal anschauen. Ja. Und hier sehen wir jetzt schon, hier lacht uns natürlich deutlich mehr an, als was wir vorher gesehen haben. Ja, das sieht doch mal ganz nett aus. Also für so einen kleinen, ich sage jetzt mal, das war ungefähr etwas über einen Gramm vielleicht. Von daher. Genau, ja. Wir sehen jetzt hier auch schon mal. Der 10%, wenn man über 10% Ausbeute kommt, ist das immer ganz nett. Ich komme sogar in der Tat mit, ich darf da ja nicht so drüber reden, aber es sind auch, hab von Leuten gehört wirklich, dass sie mit 20% da rauskommen, mit drei Pressungen. Die dritte Pressung ist natürlich nicht mehr so schön wie die erste, aber man kommt... Es ist ja auch materialsabhängig, natürlich. Genau. Hier sehen wir jetzt auch ganz schön, ja, war der Druck fast schon ein bisschen zu hoch. Hier hat es schon durch das Papier, das kennt man auch von richtig... Das liegt natürlich auch am, das kannst du mal nochmal einmal filmen, das liegt natürlich auch am... am Papier. Wie gut ist das Papier? Oder da gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Ja. Das heißt, ja, je höher die Qualität, umso länger halten sie natürlich. Das war auf jeden Fall auch mal ganz interessant zu hören. Danke, Stefan. Ja, wir arbeiten aber heute mal mit der großen Presse und wir arbeiten am Anfang mal mit 100 Grad. Aber wir machen erstmal hier das ein bisschen klein. Ich zeige euch das hier mal in dieser Kamera. Ich mache das gar nicht mit dem Grinder, sondern ich mache das einfach mit der Hand ein bisschen zerkleinern. Man kann das natürlich auch vorher noch ins Kühlfach legen. Sagen auch viele, dass dann noch ein besseres Ergebnis zu erzielen ist. Ich bin davon auch nicht so überzeugt. Mir konnte auch noch keiner wirklich das beweisen. So, wir fangen jetzt so an. Man sollte übrigens auch darauf achten, dass man bei Pressen, gerade wenn man ein bisschen mehr Druck nimmt, mit mehreren Papieren hier arbeitet. Wenn mal ein Papier reißt, weil man vielleicht zu viel Druck hat, dass da nichts verloren geht, ja, oder an der Presse klebt, weil das ist wirklich eine Heidenarbeit, das kriegt man schlecht wieder weg, nur mit Alkohol. Und deshalb besser mit einem Papier sichern und dann ist das Ganze besser. So, ich habe mir dazu übrigens auch noch, es gibt auch viel im Zubehörbereich über Filter, Papiere und so weiter, Pressen. Ich habe mir übrigens auch noch so kleine Magnete hier besorgt. Ich kann euch das hier mal zeigen. Weil natürlich die meisten Pressen schön aus Metall sind, kann man da dann das Papier zum Beispiel hier jetzt runter machen und kann das hier vorne mit dem Magneten zack, schnell befestigen und man hat sofort den Schutz und kann das mehrmals benutzen und braucht jetzt nur noch ein Papier. Ja? Gut, so. Nachdem wir das also mit der Hand gegrindet haben, packen wir das jetzt hier rein, schauen wir uns das nochmal an. Die Äste, die da drin sind, die solltet ihr raussuchen, weil die können das Sieb doch zerstören oder können nachher doch schnell Risse in das Paper machen. Und von daher bitte, wenn ihr so scharfe Äste seht oder kleinere, größere Äste meine ich, dann bitte raus damit. Ja, und dann nehmt ihr euch dementsprechend eine Tüte. Wir nehmen jetzt hier eine mit 120 μ. Die sieht so aus. Und die füllt ihr jetzt mit eurem zerkleinerten Blüten. So. Ja, zum Zubehör möchte euch übrigens der Stefan Müller noch mal kurz was sagen, den wir getroffen haben. Der ist von dabbing.de und ja, der weiß übrigens auch mal ganz viel Sachen, was geht in den USA ab und worauf sollte man vielleicht noch achten. Also schaut euch das mal kurz an. Kurz, du bist Betreiber, Chef von dabbing.de. Genau. Und ich wollte mal von dir wissen, was unterscheidet eigentlich Deutschland noch von Amerika zum Beispiel?
kann man das so kurz sagen? Weil das ist ja, ich habe immer das Gefühl, das ist ja noch gar nicht so angekommen. Wie kannst du das so sagen? Also ich glaube, in den USA hast du den Unterschied, dass du dort halt Möglichkeiten der legalen Produktion hast und dann kannst du dann auch dein Wissen wesentlich breiter festigen, sodass sich halt diese neuen Techniken da entwickeln, während hierzulande man noch immer durch irgendwelche YouTube-Videos und Foren sich wühlen muss, um halt irgendwelche Methoden herauszufinden, wie man sein Cannabis, sein Gras zu Konzentrat verarbeitet. Und genauso beim Konsum halt auch, wo du halt auch oft sowas noch vom Hörensagen bekommst oder von irgendeinem Headshop um die Ecke, der noch nicht so die Erfahrung mit dem Thema hat, irgendwas hier, das nehmen sie alle und ne? Da ist USA einfach weiter. Aber irgendwie sind die auch mit dem Geld anders, ne? Ich habe immer das Gefühl, so, da ist nur eine Pfeife für 400-800 Euro ist bei denen so ganz, ganz normal und bei uns so, um Gottes Willen, über 80 Euro. Das sind doch irgendwie auch Unterschiede. Also würde ich erstmal gar nicht so sagen, weil du kriegst auch drüben in den USA Billigzeugs oder günstige Ware. Dort ist halt nur noch dieser zusätzliche Markt oder die zusätzliche Szene der hochpreisigen Produkte von Künstlern, von namhaften Künstlern, die halt jeder in der Szene halt irgendwie kennt, den gibt es dort halt auch noch. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder, der in den USA dabbt, dass der halt mit einer 800-Euro-Rig das macht, sondern da gibt es halt den Kundenkreis für, da gibt es die Sammler für. Das gibt es auch in Deutschland, das wird auch mehr, würde ich sagen, aber es ist noch lange nicht auf dem Level, wie es in den USA ist. Und weil man muss jetzt auch wirklich dabei sagen, also das sind halt teilweise wirklich Kunstwerke von Handwerkern, von Kunsthandwerkern, wo die halt wirklich viele, 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 viele Stunden dran sitzen. Das ist auch bei den deutschen Glasbläsern so. Und wer weiß, wie halt, was ein deutscher Handwerker verdient, plus noch dieser Kunstaspekt dazukommt, dann sind diese Preise auch einfach vollkommen realistisch. Kannst du von einer prozentuellen Steigerung reden, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Extrakte oder du verkaufst ja eher den Zubehör natürlich, die sind im letzten Jahr 10%, 20% gestiegen und das wird auch weiter so steigen? Kann man das irgendwie in Zahlen fassen oder so? Also ich habe keine irgendwelche Marktstudien oder so in Auftrag gegeben. Ich sehe halt einfach nur, dass mehr Leute bestellen bei mir. Also es sind also gar nicht mal so von der Bestellsumme, sondern der Kundenstamm wird einfach größer. Das Thema ist auf jeden Fall bekannter geworden. Man muss nicht mehr jedem zweiten, jedem dritten Mensch erklären, was überhaupt Dabbing oder was Konzentrate sind. Das weiß heutzutage eigentlich fast jeder. Die hoffentlich auch. Ja, natürlich. Deine Zuschauer, die wissen das immer. Ja. Die wissen, was Dabbing ist. Nein, und jetzt habe ich den Faden verloren. Also ist auf jeden Fall jetzt angekommen in der Masse. Ich habe das jetzt auch auf der letzten Messe, wo ich war, wo ich den eigenen kleinen Stand hatte, gesehen. Da muss man nicht mal jemandem erklären, was das für Dinger sind, die Konzentrate oder was das ist. Sondern das weiß heutzutage eigentlich schon. Jetzt ist es aber doch eigentlich so, CBD ist ja normaler, also in Deutschland ja auch mehr oder weniger legal, sage ich jetzt mal. Ja. Sobald ich aber jetzt extrahiere, wird es auch ein Problem. Ne? Ja, ist halt, ist auf jeden Fall definitiv eine Grauzone. Ne? Weil das Problem, in Anführungsstrichen Problem beim Extrahieren ist halt, dass alle Wirkstoffe konzentriert werden. Ne? Also auch die illegalen Sachen. Gehen dann auch. Ja. Und wenn du halt auf klassische Art und Weise extrahierst, ohne das THC später noch zu isolieren, dann hast du ein Produkt, was mindestens schon mal im Graubereich ist. Hey, danke für deine kurze Info und für die Erklärung. So, wenn ihr noch mehr Material zur Verfügung habt, und wir haben mehr Material zur Verfügung, weil, das erzähle ich euch jetzt nicht. Ja, wir machen das Netz auf jeden Fall ganz voll, weil dann brauchen wir nichts wegschneiden und es kommt mehr raus. Und wir haben das Ganze gut ausgenutzt. Wenn ihr das riechen könntet. Ja. So, wie gesagt, man presst es gar nicht zu feste, nicht, dass das Netz reißt, aber man macht es so körpergewichtmäßig und lässt einen ganz kleinen Rand oben frei. Ein bisschen kann ich noch reintun. So. So, und warum macht man das auch? Warum nimmt man so ein Sieb? Damit man nicht nur eine gute Qualität bekommt, sondern damit auch keine... Ja, damit es sauber ist, ja, damit keine Schnittreste in dem Extraktionsmaterial drin sind. So, nächster Schritt.
Wir falten uns ein bisschen unser Blatt. Wir nehmen jetzt hier mal das naturbelassene. Ich mache das folgendermaßen. Auch da hat jeder seine eigene Technik. Ich lege das mit der Öffnung nach hinten. Viele machen das mit der Öffnung nach vorne. Ich mache das mit der Öffnung nach hinten, weil ich möchte, dass sich das im hinteren Bereich sammelt. Und wenn man genug Material hat, dann tritt das sowieso nach vorne aus. Die meisten wollen immer sehen, was vorne rauskommt. Für mich ist eher wichtig, dass das richtig aufgefangen wird. Ja? So, das packt man schön in die Mitte, wenn es geht. Ganz vorsichtig. Wir haben die Presse natürlich vorgeheizt. So. Jetzt legen wir das ganz. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ich hoffe, ihr seht mich noch gut. Ja, ich habe das jetzt schön in die Mitte gelegt. Das ist das Ganze. Das ist eine ziemlich große Presse. Ja. Und es darf hinten natürlich auch nicht zu weit rausgucken. So, ich lege das jetzt so hin. So, wir arbeiten mit einer Temperatur von 100 Grad und wir sind jetzt auf 6 Tonnen. Und wir pressen, das ist natürlich auch noch wichtig, es geht einmal um das Gewicht, es geht einmal um die Temperatur und es geht einmal auch um die Länge der Pressung. Wir pressen ungefähr immer 10 bis 20 Sekunden. Wir haben jetzt hier eingestellt 22 Sekunden. Wir gucken mal hier, dass wir auf Temperatur sind, weil wir machen das mal erstmal auf 89, also auf 90 Grad. Nee, auf 80 Grad. Auf 80 Grad haben wir das jetzt erstmal gestellt. Das ist also eigentlich eine sehr niedrige Temperatur, weil wir wollen mindestens 2 Pressungen machen, wenn nicht sogar 3, um euch das auch mal zu zeigen. Ja, also wir arbeiten jetzt mit 80 Grad Temperatur. Es ist gerade schwierig, weil der auf 100 Grad war und das Runtertemperieren ist oft ein bisschen schwieriger als das Rauf. Wir arbeiten 22 Sekunden lang mit 6 Tonnen Druck. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den ersten Durchgang und ihr könnt ganz nah dabei sein. Kommt mal mit. Zeit läuft. 15 Sekunden noch. Da unten seht ihr übrigens den Druck, den die Presse aufgebaut hat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das war jetzt also der erste Druck. Und da seht ihr, ich versuche das jetzt mal hier ins Licht zu gehen und damit zu halten. Das heißt, da ist also ganz, ganz wenig. Aber wirklich, also man riecht es förmlich, wie hell das auch ist, vielleicht seht ihr das. Also das war jetzt mal wirklich mit 80 Grad, also da, wo die meisten sagen, viel zu niedrig. Und trotzdem sieht man, da kommt richtig, richtig was Feines raus. Natürlich nicht so viel. Okay, also auf zum zweiten Durchgang. Was ich übrigens auch nochmal empfehlen kann, ist beim zweiten Durchgang, dass ihr das Sieb nochmals, ihr seht also, da ist nichts oben rausgequillt, sondern ist genau richtig gepresst. Jetzt nehmt ihr das einfach einmal in der Mitte, klappt das noch einmal so zusammen. Tut das wieder zwischen das Papier. Und das tun wir wieder in der Mitte von der Presse rein. So. Jetzt stellen wir das kurz auf
90, 100 Grad wieder hoch. So, 110, dann haben wir hier auch 110. So, auf zum zweiten Durchgang mit 110 Grad über 22 Sekunden mit 12 Tonnen. Seid ihr dabei? Vier, drei, zwei, eins. So, bei der zweiten Pressung, wow. So, zweite Pressung. Ich lege das jetzt mal wieder hier rein. Das ist schon, ich versuche das mal nebeneinander zu bringen. Es wäre natürlich jetzt auf weißem Papier noch viel besser zu sehen. Aber ich gehe jetzt mal mit euch zu dieser Kamera hier. Das ist also nochmal die erste Pressung. Siehst du das? Ja. Also da seht ihr, das ist also ziemlich hell. Ja. Und das ist also die zweite Pressung. Ja. Und da seht ihr natürlich, da ist auch jetzt viel mehr drauf als bei der ersten Pressung, obwohl er eigentlich, ja, man sagt, ja, bei der zweiten kommt da viel weniger raus noch, weil wir ja schon die erste gemacht haben. Und trotzdem kommt aber noch mehr raus als bei der ersten. Ja, es ist ein klein wenig dunkler, ein bisschen karamellisierter, sage ich immer, oder bernsteinfarbener. Ja, und ja, was kann man jetzt damit machen? Oder warum macht man das? Man kann natürlich mit Extrakten so gut wie alles machen. Man kann sie zu Edibles verarbeiten, man kann sie natürlich dabben, also inhalieren, und man kann sie zu allem Möglichen verarbeiten, in Cremes, in Kosmetik, überall ist sie eigentlich einsetzbar oder in ganz, ganz vielen Sachen. Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das nochmal zu verfeinern, indem man das Ganze nochmal filtert, das nennt sich auch Winterizen, also nochmals durch Filter jagen. Jo. Dann, wir haben jetzt übrigens bei dem zweiten Durchgang schon ein wenig Risse im Papier gehabt, was ihr vielleicht auf dem Bild gesehen habt. Das heißt, das kann man auf keinen Fall nochmal verwenden, da muss man jetzt schon vorsichtig sein beim Abmachen. Da empfehle ich übrigens, das für circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank zu legen, dann wird das schön etwas härter wieder, das Extrakt, und brüchig, und dann kann man noch schön vom Papier lösen. Ja? Geht natürlich auch so, aber ist dann einfacher. Dann, wenn ihr dann natürlich Risse drin habt und das jetzt entfernt habt von dem Papier, nicht wegschmeißen, das könnt ihr trotzdem aufheben, wenn ihr dann die Rosin Chips nachher habt. Die bitte nicht einfach wegwerfen, auch die kann man nochmals verwenden und einsetzen. Natürlich braucht man da wieder Zusatzmittel, das heißt, da ist die Presse dann mit der Arbeit vorbei. Das legt man in reinen Alkohol ein, beziehungsweise ja, höherprozentigen Alkohol. Und dann kann man aus diesen Rosin Chips ja, noch einen Extrakt machen oder einen Auszug und kann das also auch wieder verwenden. Viele verwenden ihr Extrakt auch, um sich selber damit Cartridges zu füllen, also um das wieder zu verdampfen, zu inhalieren, mit Stiften einzunehmen, um sich selbst ihre Verdampfer damit zu mixen. Ja, also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, das wieder zu verarbeiten. Wir werden das Ganze, oder ich werde das Ganze jetzt mal dabben. Der Stefan von Graveda, der hat übrigens ein ganz cooles Teil noch dazugelegt. Das ist eine ja, Spirale, die kann man dann praktisch an seiner Rig, an dem Kopf befestigen und braucht dann kein Feuerzeug mehr. Aber wir verwenden jetzt das herkömmliche normale Gasfeuerzeug und werden uns jetzt mal
eine Probe gönnen von unserem Ergebnis hier, was wir gepresst haben. Beim Deppen funktioniert das ganz einfach. Man erhitzt das. Auch da ist es wie beim Pressen. Umso mehr du erhitzt, umso mehr verbrennst du, beziehungsweise umso weniger Terpene schmeckst du. Ja? Wie der Chris auch in meinem damaligen Video erklärt hat. Ihr wisst, ich habe ihn auf der Messe getroffen und ja. Gut, ich zeige euch das jetzt. Man kann natürlich danach gehen, das Glas einmal zum Glühen zu bringen und es dann ein bisschen abkühlen zu lassen, circa 5 bis 10 Sekunden und erst dann mit dem Deppen anzufangen. So. Das dürfte schon die richtige Temperatur jetzt sein. Ein bisschen weniger macht oft auch nichts. Ja. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ich weiß ja nicht, wie es mir danach geht. Na, natürlich geht es mir danach gut. Und sag mal guten Hunger oder auch good dab. Wow, Leute, das ist wow. Das ist wie, das ist wie Kaugummi und Medizin und ja, sehr viel vereint, sag ich mal. Diese einzelnen Terpene, die da rauskommen, ich würde euch jetzt am liebsten verraten, von wem es ist, aber jetzt mir verboten. Sehr lecker, müsst ihr unbedingt probieren. Verfolgt unser Instagram-Profil und ihr werdet es erfahren. Hey, danke fürs Zuschauen und probiert es einfach selber aus, probiert eure Sorten durch. Ich sage euch, es lohnt, man kann viel damit machen, auch kochen und so weiter. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Liked uns, abonniert uns, lasst euer Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, Baba. Ah, es ist lecker.